Unheil, Blut, Tod. Ja, die Schlacht fordert ihre Tribute. Leben, unschuldiges Leben. Leben, das nie jemandem irgendetwas getan hat. Krieg, wenn sich die Häuser rot färben von dem Feuer und dem Blut. Rot, ein verhasstes Rot. Ein Rot, das sich mit dem Schwarz der Asche und des Rauches mischt. Dies sind die Farben des Krieges. Wenn der Boden blutrot wird und die Leichen sich stapeln. Wenn Schreie und Weinen die brennenden Straßen zerreißen. Wenn die Erde bebt und die Luft schneidet. Wenn die Körper der Unschuldigen den Boden überhäufen. Städte, die in einem Rot-Orange brennen. Eine sich windende Flamme inmitten der vielen Leben. Eine Flamme, die die Dunkelheit bricht und viele Leben mit sich weiterzieht. Schreie, Weinen, Wimmern, dies sind die Instrumente des Krieges und zusammen ergeben sie die Symphonie des Todes. Häuser und auch Türme fallen in sich zusammen. Steine und Ziegel brechen unter der Gewalt des schweren Metalles und der sengenden Hitze der Waffen. Dies sind die Andenken an den Krieg. Arme und Bauern, die an die vorderste Front geschickt werden, um zu sterben. Rot. Rot. Die Erde wird sich blutrot färben, wenn sich die Leichen stapeln. Solange ein König da ist, wird die Schlacht fortgesetzt, selbst wenn sich die Leichen unter dem Thron stapeln. Erst wenn die Krone des Königs im Dreck landet und sein Körper auf dem Stapel der Leichen liegt, erst dann endet die Schlacht, bis der nächste König kommt, bis sich die Symphonie wiederholt, bis sich das nächste Mal die Leichen stapeln. Doch bis es soweit ist, bleibt das Schachbrett erstmal leer. So, wir haben nun die dritte Staffel des Schattenzirkus endlich abgeschlossen. Und bevor wir in die vierte starten, gibt es ein paar Informationen, die vielleicht ein paar von euch interessieren könnten. Ohne jetzt viel Zeit zu verschwenden, fangen wir mal direkt an. Der Schattenzirkus hat nun auch seine eigene Webseite. Auf dieser könnt ihr einige besondere Creepypastas lesen, Rätsel lösen, um an Game Keys zu kommen, einige interessante Beiträge mit Fakten zum Thema, wie zum Beispiel die 10 schockierendsten Museen, die 10 unheimlichsten Aufnahmen und einiges mehr findet ihr ebenfalls dort. Außerdem werden dort aktuelle Events vorgestellt. Ein Blick schadet auf jeden Fall nicht. Die Adresse ist schattenzirkus.de. Ich verlinke euch auch das Ganze mal in der Beschreibung. Wenn ihr Ideen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge dazu habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Punkt 2. Der Schattenzirkus hat nun ebenfalls einen TS-Server, auf dem ich mich ab und zu befinde. Ich würde mich freuen, einige von euch dort mal zu sehen. Die Adresse des TS-Servers ist ebenfalls schattenzirkus.de. Ich schreibe es auch noch einmal in die Beschreibung. Punkt 3. Auf Twitter bin ich sehr aktiv. Falls ihr schwarzen Humor habt oder gerne über aktuelle Ereignisse informiert werden wollt, solltet ihr dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Falls wieder eine oder mehrere Vorstellungen des Schattenzirkus aus welchen Gründen auch immer ausfallen sollten, werdet ihr dort auf jeden Fall informiert. Punkt 4. Auf Instagram lade ich kurze Fakten hoch. Falls es Wissbegierige unter euch gibt, lege ich euch meine Instagram-Seite ans Herz. Falls euch einige Rechtschreibfehler auffallen sollten, die so gut wie überall sind, ignoriert sie. Oder schickt sie mir einfach an juckjester-nicht-im-geringsten@hotmail.de. Ich kontrolliere die Mails dort alle 2 Mal zwischen jeder Jahrhundertwende. Und nun zum letzten Punkt. Ich streame auf Twitch nun öfters. Doch bitte beachtet, dass sich das öfters von eurem und unserem Zeitgefühl unterscheidet. Der Link zum Twitch-Kanal ist ebenfalls in der Beschreibung. Ich denke, das war's dann auch schon mit den Informationen. Ich hoffe, wir sehen uns alle bei der vierten Staffel. Obwohl, ich denke, ich bin mir sogar sicher, dass wir uns alle bei der vierten Staffel sehen. Bis dann!